abliefern, wenn es darauf ankommt. Heute mit Professor Dr. Oliver Stoll und Falk Czepinski. Hallo Falk! Grüße! Grüße! Schön, dass wir uns sehen mal wieder, auch wenn es nur digital ist. Aber schön, dich gesund und munter und fit zu sehen. Vielleicht kannst du dich mal kurz vorstellen, ein paar Sätze zu dir, wer du warst damals. Ja, ich bin, war erst lange Zeit Triathlet, war da auch Junioren-Europameister im Duathlon, Vize-Weltmeister Junioren im Duathlon, bin dann später zum Marathon gewechselt und bin dann in Berlin 2008, bin ich 2 Stunden 13 gelaufen, das war meine Bestzeit, und bin dann auch für Deutschland die WM in Berlin gelaufen. Genau. Also war eine schnelle Zeit damals, harte Trainingszeit. Und in der Zeit haben wir uns auch kennengelernt. Vielleicht kannst du mal kurz den Anlass ganz schnell und kurz schildern, was der Anlass war damals. Also ich bin nach dem Wechsel vom Triathlon zum Marathon ziemlich schnell immer besser geworden, bin auch meine Bestzeit gerannt und hatte danach über Jahre Seitenstechen, wo keiner wusste, wo das herkommt. Und wir lange auch keine Lösung gefunden haben, bis ich dann so im Prinzip kurz vor meinem letzten Wettkampf stand, danach hätte ich meine Karriere beenden müssen, weil wir einfach nicht weitergekommen sind mit dem ganzen Thema. Gut trainiert, aber im Wettkampf immer Seitenstechen bekommen und immer ausgestiegen, und das wäre so die letzte Chance gewesen für mich, überhaupt noch weiterzumachen. Und da ich gemerkt habe im Training, dass es unverändert dasselbe Thema ist, da habe ich dann verzweifelt über Facebook bei dir Kontakt aufgenommen. Genau, ich kann mich noch gut erinnern. Ich dachte mir, endlich kontaktiert mich mal ein guter Läufer, weil ich hier selbst laufe. Dachte mir, da fühle ich mich doch gleich wohl. Genau. Ja, und dann haben wir uns kennengelernt, haben das mal ein bisschen versucht zu eruieren, was da so los sein kann eventuell. Und ich denke, ein Aspekt, den wir damals versucht haben, einer von mehreren Aspekten, der wahrscheinlich da auch vielleicht hilfreich war, ist, dass wir mit so einer Drehbuchtechnik gearbeitet haben. Und die Idee war ja, dass so Gedanken, die wir haben, während wir wettkämpfen, ja, unser Verhalten und unsere Leistung beeinflussen können. Und nicht nur die Gedanken, die äußern wir ja häufig in Selbstgesprächen. Das ist also auch das Thema heute hier. Und ja, vielleicht mal ein paar Worte da. Vielleicht kannst du mal kurz schildern, wie du das damals wahrgenommen hast mit der Drehbuchtechnik und wie du das gemacht hast. Ja, kurz noch hinzufügend. Wir hatten unterwegs auf dem langen Weg, wo wir nicht wussten, was es ist, ja wirklich auch nur einen körperlichen Grund gefunden. Ich hatte mit 3 Wochen so eine Leistenbruchoperation und die Narbe war nicht richtig, die war verklebt, da waren Störfelder. Und als wir das gefunden hatten, war ich klar, das war es gewesen. Das Problem ist nur gewesen, dass ich danach so oft weitergerannt bin und hatte dasselbe Problem wieder, obwohl das körperliche Ding eigentlich weg war, weil ich immer wieder dran gedacht habe, oh, wenn es jetzt kommt, wenn es jetzt kommt. Das war so der Anlass, wo wir gesagt haben, wir können vielleicht in die Richtung arbeiten, und dass wir dann ein Drehbuch erstellt haben, wo wir den Marathon selbst eine Stunde vorher bis ins Ziel durchgespielt haben, auch wirklich mit Emotionen, beispielsweise am Start, wie es da riecht, wenn sich die Leute da einmassieren mit irgendwelchen Ölen oder der Hubschrauber rattert über einen, dass man wirklich in diesem Spielfilm Marathon drin war. Und dann haben wir den so nach und nach durchgearbeitet, so alle 5 Kilometer aufgeteilt, woran man jetzt denkt. Und immer mit dem Ziel, dass ich am Ende ohne Beschwerden ins Ziel renne. Und das haben wir dann erst bei dir auf der Couch, dass du das mir durchgespielt hast, und dann irgendwann zwar auch nicht mehr viel Zeit bis zum Marathon. Nee. Ich hatte zum Glück schon ein bisschen Vorerfahrung, was jetzt so die so Entspannungstechniken und so anging, damit kannte ich mich schon aus. Mhm. Und wir haben den Marathon danach erst mit Hilfe und dann auch alleine ganz oft durchgespielt und öfter, als ich die Negativerlebnisse erfahren hatte. Und somit bin ich dann den Marathon nochmal 2 Stunden 14 gerannt. Und das ging komplett gut auf. Also meine Gedanken, die ich jetzt vorhatte, die negativen, die dieses Problem wieder hervorgerufen hatten, hatte ich komplett im Prinzip ausgespielt, weil ich mein eigenes Drehbuch hatte, mit dem ich beschäftigt war. Und das hat super funktioniert. Ja. Kann ich mich noch erinnern, es hat ein bisschen Zeit gekostet, bis wir das Drehbuch hatten, und dann hast du es ja so ein bisschen erst im entspannten Zustand durchgespielt, immer einmal am Tag, zweimal am Tag, dann beim Training mit den Gedanken gespielt. Für uns, glaube ich, interessant zu hören, was denkt denn so ein
so ein Marathonläufer im besten Fall bei Kilometer 30, wenn er auf dem Weg ist, nah an seine gewollte Zeit zu rennen? Was sind so da die Gedanken und Gespräche, die er führt? Ja, im Idealfall legt man jetzt nicht wirklich viel oder nur sehr positiv, dass man in diesen sogenannten Tunnel kommt. Aber da kommt man ja wirklich selten hin. Also das meistens ist man ja mit den ganzen Umständen und so beschäftigt, auch mit den negativen Dingen, die passieren. Im Marathon gibt es immer Probleme. Also ich habe noch nie einen Marathon erlebt, der Schnurstracks ohne Probleme durchläuft. Es kommt irgendwann was. Und meistens fokussiert man sich dann zu viel darauf, anstelle auf Lösungsansätze und schon weiter zu denken. Das habe ich auch erst durch unser Drehbuch gelernt, wie man das eigentlich steuern kann. Mhm. Wie man dann positiv denkt und selbst Dinge, die passieren können, zwar wahrnimmt, aber irgendwas positives Ziel führen, das dann umwechselt und dann wirklich seine Leistung auch zeigen kann und nicht von den negativen Gedanken gesteuert wird. Ja, ich kann mich noch erinnern, dass du, es sind nicht nur die Gedanken, die da an dem Drehbuch drin standen, ich kann mich noch erinnern, wie du mir erzählt hast, wie du in dieses Zelt reingegangen bist vorm Start und plötzlich so eine ganz andere Grundeinstellung hattest, so zu dem Rennen. Ja, das war halt auch dieses, man hat nichts mehr zu verlieren, das war das letzte Rennen und ihr habt ja mit mir dann auch, oder du hast mit mir gleich dann die härteste, soll ich sagen, Sache hervorgerufen, dieses, wie sagt ihr dazu, dieses Worst-Case-Szenario, genau. Da, was passiert denn jetzt, wenn das jetzt schief geht? Genau. Du wusstest ja auch, dass ich stabiles soziales, familiäres Umfeld habe, ja, dass ich mir da jetzt nicht das Leben nehmen werde, wenn jetzt der Unfall daneben geht. Ich habe Frau und Kind und auf dem Weg gehabt und auch hier beruflich eine Zukunft mit unserem Geschäft. Also ich werde jetzt nicht, natürlich wäre das schade gewesen, aber ich habe mir dann innerlich in den Wochen vorher gesagt, du hast jetzt vor jedem Rennen immer so viel Gedanken gemacht und hat das was gebracht? Nee. Also wie die Kantner gesagt hat, wenn es helfen würde, mir Sorgen zu machen, würde ich mir Sorgen machen. Hilft ja nichts am Ende. Und das war so ein bisschen der Knackpunkt, wo ich gedacht habe, ja, am Ende passiert ja nicht wirklich was. Und deswegen bin ich eigentlich so als Einzelner, das Zelt hatte ich nur das Gefühl, was jetzt ohne Stress da reinging, sondern ich habe mich gegenteilig, ich habe die Hände gerieben und gefreut, dass es gleich losgeht. Und es war seit langem mal wieder so, dass ich mich gefreut habe, dass es endlich losgeht. Ja, das war toll. Und ich habe dich ja dann laufen sehen, ja, am Potsdamer Platz. Und da dachte ich mir, da kommt jetzt hier super rein. Das war, hat wirklich gut geklappt. Zum Schluss hab ich noch eine Frage, weil wir, das ist ja für junge Athleten gedacht hier als Hilfsmittel. Woran denkst du, gibt es da immer noch so was wie eine Hürde, einen Sportpsychologen zu kontaktieren? Gibt es die nicht? Aus deiner Sicht, wo ist die, wenn es die gibt? Also ich glaube, eigentlich sollte es die nicht geben. Und viele Sportarten machen das auch mittlerweile. Aber so wie in meinem Fall, die meisten kommen ja erst, wenn es zu spät ist. Das ist das Problem. Also dass das noch nicht wirklich als ein Faktor gesehen wird, den ich eigentlich bei jedem Laufe meiner Karriere nutzen kann. Also negative Gedanken helfen dir ja nicht weggefügt, sondern im Gegenteil. Und deswegen sollte das eigentlich jeder beherrschen. Und nicht jeder hat Glück, dass er einfach ein selbstbewusster Typ ist und sich keine Gedanken macht. Das gibt auch die Grübler oder Leute, die auf dem Weg mit Problemen dann einfach nicht klarkommen. Meiner Meinung nach, also hätte ich das schon 10 Jahre vorher gewusst, wie gut es funktioniert, hätte ich schon eher gemacht. Okay. Also im Laufsport siehst du da auch noch Möglichkeiten und Ressourcen und Potenzen, was das betrifft? Auch so im ambitionierten Hobbybereich vielleicht auch? Auf jeden Fall. Ich glaube wirklich, diese wenn dich die negativen Gedanken, die klauen dir Energie. Ja. Und wenn du wirklich dein eigenes Drehbuch, das kannst du ja für jedes Rennen haben. Das kann mal klappen, mal nicht, aber wenn du erstmal nicht negativ denkst, musst du es ja nicht selbst dir schwer machen. Das ist meine Meinung. Ja. Kann man mit den Techniken, die man so im Sport sich angeeignet hat, eventuell auch was im Wirtschaftsbereich anfangen später? Wir haben ja gerade so eine Krisensituation, wie du sie ja jetzt mit deinem Sportgeschäft, mit deinen Sportgeschäften hast. Gleicher Fall, Corona, der Laden schließt zu und ich habe das mittlerweile aber auch wirklich so angenommen für mich. Ich kann das jetzt nicht ändern, ich brauche mir jetzt nicht die Nächte um die Ohren schlagen. Ich kann jetzt auch mit der Entspannungstechnik, die wir vorher mal gemacht haben, auch einfach mich mal runterfahren oder auch einfach akzeptieren, wie es ist und Lösungen finden. Also absolut, ich nutze das jetzt, gerade jetzt während Corona, wirklich öfters, dass ich das einfach für mich durchspiele und positive Gedanken mache
und das dann auch so annehmen kann, wie es jetzt gerade ist. Ja, danke für das Interview. Ich glaube, wir haben soweit alles besprochen und ich glaube, dass auch das hilft, das, was deine Erfahrungen, die du gemacht hast, unseren kommenden Athleten, den jungen Leuten, die mal an so ein großes Ereignis rangehen wollen. Vielen Dank, lieber Falk, und alles Gute, und wir sehen uns sowieso immer hin und wieder mal. Bis bald. Tschüssi. Also.